Hallo und herzlich willkommen hier aus der langen Röhre zurück von der Maschinenorgie. War sehr, sehr anstrengend, deshalb kann ich auch jetzt nicht mehr so schnell joggen. Wir haben vorhin in der Atlas-Schnittstelle erfahren, wir haben gestern in der Atlas-Schnittstelle erfahren, dass wir dem Zentrum schon sehr nahe sind. Was machen wir denn jetzt? Jetzt, wo ich komme, ne? Jetzt, wo ich hier hinten hinkomme, ist kein anderes Schiff mehr da. Das ist wie immer. So. Das ist mein Raumschiff. Also, das müssen wir vor Spielende ändern. Das sieht dieses unsymmetrische Ding. Es fliegt sich gut, aber es ist unsymmetrisch und sieht aus wie so ein Skoda. Oh, wir haben schon 5 Wassersphären und wir haben nochmal 5 Wassersphären. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, jetzt haben wir auch nichts mehr im Schiff, ne? Doch, haben wir sogar auch noch. Super. Wir haben ein bisschen Eisen, da können wir den Impulsantrieb aufladen. Dann haben wir nämlich noch eins frei. Schön. Startschubdüse, da habe ich noch ein bisschen Plutonium. Ich vertrödle gerade so ein bisschen die Zeit in der Hoffnung, da kommen noch mal andere Lumpen ums Eck. Ne, dieser Klump da hinten, das habt ihr ja gesehen gestern, das sind diese zahlreichen Schiffe, die so ineinander liegen. Wir fliegen jetzt gleich nochmal dran vorbei. Wumms, das sind einfach 1000 Schiffe auf einmal. Sind sie noch da? Sie sind noch da. Alle Schiffe weggeräumt. Weil dann hat das wirklich ein paar Abschüsse gegeben gerade. Ich weiß nicht, wo der nächste Meilenstein ist. Ich bin ja nicht so sehr auf Abschüsse aus in diesem Spiel. Ah, ich habe ja erzählt auch, dass wo wir über andere Schiffe redeten. Dass ein Freund von mir So, jetzt habe ich euch mal befreit, liebe Leute. What the fuck? Ah, jetzt habe ich... Ach. Wisst ihr, was das sind? Das sind diese Abfangjäger der Raumstation. Feindliche Störung in der Nähe, na, das hat mir noch gefehlt. Krieg dich ins Knie. Das sind dann immer auch gleich so Zweiergruppen. Jawoll, Leute. Einmal ein roter System. Wie viele sind das denn? Weil ich die Raumstation angegriffen habe, was ich eigentlich ja gar nicht wollte. Ja, komm in die Treppe drin. Vielleicht sollte ich Elite Dead oder spielen, wo wir gerade dabei sind.
Ja, ja, ja. Also, wir sollten uns wirklich dringend aus diesem System verabschieden. Alter, was geht denn hier? Okay, wir müssen hier weg. Das hat doch alles gar keinen Wert. Wie lange brauchen wir zu diesem Planeten? Ah, wir haben 4 Sterne. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Ja. What the fuck? Kann ich hier irgendwo andocken? Alles klar. Oh. Okay, bevor wir irgendwie so... Frachter, was willst du denn? Wieso ist der rot? Jetzt hagelt hier gerade Meilenstein, ich sehe das. Wieso ist der rot? Weil ich den kaufen kann? Lass uns hinfliegen. Ein Freund von mir hat mir Elite Dangerous, ich erzähl's zum dritten Mal jetzt, ne, in dieser Folge. Elite Dangerous geschenkt. Ich muss mich mal genauer damit auseinandersetzen. Und was man da alles machen kann. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Blick wert. Das ist ja auch so ein lebendes Spiel, wo wirklich ganz, ganz viel passiert. Vielleicht ist das ein Blick wert. Vielleicht ist das ja interessant für Zuschauer. Drei Dimensionen in einer Matrix? Wo habe ich die her? 4? Habe ich irgendwas gekillt? Ja, wahrscheinlich. Fand ich aus einem dieser Schiffe, die sich da verhakt haben. Ich würde ja schon gern landen, aber ich würde ungern anlasslos landen jetzt. Und das ist auch wieder Rohstoff. Wir sind, was wir früher gemacht haben, was wir lange nicht mehr gemacht haben, über die Planeten zu laufen. Seit ich entdeckt habe, dass Fliegen irgendwie viel schneller geht. Hier ist ja nichts. Hier ist ja gar nichts. Ist das so ein Zeichen, wenn man ins Innere des Universums kommt, weil dort sind ja die Planeten jünger als in den äußeren Rändern, dass es hier noch nicht besiedelt ist? Weil quasi noch keine Zeit, weil die Planeten noch nicht alt genug sind? Eine sehr gewagte These, ne? Sind ja trotzdem Millionen an oder vielleicht sogar Milliarden Jahre alt. Da sollte so ein Babypups wie eine Lebensspanne dieser komischen Rassen hier, und egal wie sie sind, verglichen mit Planeten. Ist das vernachlässigbar? Ist seit denn man hängt dem Glauben der Kreationisten an, dass alles jetzt geschaffen wurde vor wenigen Jahren. Aus geologischer Sicht vor wenigen Jahren. Ich weiß nicht, die reden, glaube ich, von 4000 Jahren oder so. Und dass der Gott, der das Ganze ja designt hat, oh, das sah gerade aus wie so ein Haus. Der Gott, der das jetzt irgendwie designt hat, ja auch die Dinosaurierknochen vergraben hat, damit wir ein bisschen Spaß haben und die finden können. Es sind schon gewagte Thesen, die sehr, sehr lustig sind. Also. Der leere Planet. Okay. Flora nichts, Fauna nicht existent, Wächter durchschnittlich, Biom blau.
Okay, der leere Planet. Im wahrsten Wortsinne, hier ist nichts. Außer Gold. Was steht da? Planet mit? Tiefe Atmosphäre, reichliche Ressourcen möglich. Erhöhte Belastung für die... Das ist neu, oder? Kupfer. Na, bauen wir mal ein bisschen Kupfer ab. Sieht ja aus wie Gold. Merken die auf den Raumstationen nie. Obwohl, in die Raumstation traue ich mich jetzt nicht mehr. Wir können natürlich hier auf dem leeren Planeten nochmal so ein bisschen Beef machen mit den Wächtern. So, Kupfer, 166, na gut, da geht noch ein bisschen was. Ja, 84 zählt man mit, Leute. Wenn in der Mitte eine 84 steht, oh, jetzt hab ich das vergessen. Wieso hört das eigentlich mitten so manchmal auf? Kann man gar nicht planen. 214, 36. So. Ah. 241. Fehlen noch 9. Gold haben wir genug. Ich hätte jetzt hier Gold abgebaut, aber gut. Das spare ich mir dann. 249. Super, das reicht. Der Sonnenaufgang ist schon schön. Aber dann fliegen wir sofort weiter. Achso. Falscher Antrieb. Wir hätten noch ein bisschen Eisen. Na, wurscht. Auf so eine dumme Idee wie eben komme ich sicherlich. Wow. Das ist ein heller Stern. Ich bin mir nicht sicher, ob... Nochmal 300 Lichtjahre. Das ist ja so, wenn man sich die Dimensionen von so einem Standarduniversum mal anschaut. Nicht so besonders viel. Was war das? Ich glaube jetzt aber, dass wir uns erstmal die Planeten angucken. Ferrovidium, Emerald, Nickel. Scanner wird aufgeladen. Entschuldige. Emerald, Iridium, Heridium. Ah, das ist doch schön hier. Ja, komm in die Puschen. Aluminium, Nickel, Heridium. Und dann haben wir noch diesen kleinen Mond da. So, Monde finde ich irgendwie total faszinierend, weil... Was ist denn hier kaputt? Das ist ja cool. Fliegen wir zur Atlas-Schnittstelle? Machen wir zuerst die Atlas-Schnittstelle? Die heben wir uns auf, ne? Wir fliegen jetzt zu dem Planeten. Nein. Ich habe nämlich eine ganz wichtige Überlegung gerade. Ups. Ich immer mit den falschen Knöpfen. Ich habe eine ganz wichtige Überlegung. Wenn das jetzt die letzte Atlas-Schnittstelle vor dem Ende ist, und das deutet sich, und man sowas würde sich andeuten, dann würde ich mir jetzt dort hinten die Station hinbauen.
Dann würde ich nochmal umziehen mit der Station. Ich würde sie nochmal neu bauen wahrscheinlich. Damit ich... Das hatten wir lange nicht mehr. Das hatten wir ganz am Anfang. Das war der erste. Das war... Oder? Glaube ich. Zu Beginn der Reise. Ist das das Ende der Reise? Das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende der Reise sein. Du hast das Gagwort für Zerstörung gelegt. Ja, das... Das geht ja gut los. Den Schildflüchtiger Täter, danke. Den brauchen wir wahrscheinlich jetzt gleich. Die Belüftungsmembran Tau. Nexus Lisunderbas. Wo kommt der Schatten eigentlich her? Ja, ja. Ich rede ja schon mit dir. Die finale Schnittstelle wurde enthüllt. Der Atlas winkt mich herbei. Das ist Totalität. Das ist Konformität. Ich bin beschwingt, verängstigt und gebrochen. Jeder Wegpunkt hat mich unweigerlich hierher gelockt. Und ich bin so weit gekommen. Die Offenbarung zerreißt mich. Meine Aufgabe ist erfüllt. Mein Programm ist beendet. Nichts ist real. Diese Existenz ist eine Nachahmung des Lebens. Ein Modell, das von abgestumpften Intelligenzen erschaffen wurde, die genauso Sklaven ihrer Wirklichkeit sind wie ich. Was verbirgt sich hinter dieser Wahrheit? Ich bin nicht hierher gekommen, um jetzt ablehnen zu drücken. Ich bin hierher gekommen, um zu gehorchen. Hinter der Pforte liegt die Antwort, die einzige Antwort. Ich mache mir ihre Wahrheit zu eigen. Hat sich die Pforte jetzt für uns geöffnet? Aber wir können nichts tun, ne? Die Pforte dort ist für uns nicht erreichbar. Gut, die Wahrheit liegt da, wo wir nicht hinkommen. Wir haben einfach noch einen Atlasstein. Oh! Was war das? Ich habe das nicht verstanden, was jetzt passiert. Was ist jetzt passiert? Dein Schicksal liegt im Jenseits, steht da unten rechts. Wir haben die finale Atlas-Schnittstelle entdeckt. Es war irgendwie... wenig. Feierlich, ich mal. Da ist der Planet, wo wir hin wollten. Den habe ich gesucht. Was ich jetzt tun möchte, bevor... Das ist die Finale. Okay. Es gibt noch eine Atlas-Schnittstelle. Die Finale wurde erhöht. Ist das da hinten die Finale? Wir fliegen da jetzt nicht hin. Wir fliegen jetzt hier hinten zu Tumxukigat und schauen mal in diese Fabrik. Was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Wann besuchen wir die finale Schnittstelle? Wollen wir schon ins System reisen und uns da herumdrücken?
Wir schauen mal, was es so gibt. Das müssen wir ja nicht jetzt entscheiden. Das können wir ja in den nächsten Tagen entscheiden. Mal schauen. Was es so gibt. Aber jetzt schauen wir auf den ätzenden Planeten mit der hohen Alarmstufe. Oh, scheiß die Wand an. Bevor wir jetzt irgendwas tun, gehen wir in den Sendeturm. Und das heißt tatsächlich, bevor wir irgendwas tun. Ich verabschiede mich nicht von euch, bevor ich nicht in den Sendeturm bin. Und hier, in diesen Hallen, sehen wir uns morgen wieder. Bleibt dabei, wenn wir vielleicht entscheiden, wie es weitergeht. Bis morgen. Und passt auf euch auf. Ciao.